Frank von Android Next hier und zwar habe ich heute wieder einen kleinen Test oder Ratgeber für euch, und zwar geht es um diesen winzigen kleinen Pinösel. Das Ding nennt sich USB-Jig und ist eine kleine Vorrichtung, mit der man jedes oder so gut wie jedes Samsung-Handy in den sogenannten Download-Modus versetzen kann. Das Ding kann man sich selber basteln, da gibt es Anleitungen für. Man kann es sich aber auch kaufen bei eBay oder Amazon.de für, also ich habe jetzt glaube ich 7 € und ein paar zerquetschte dafür bezahlt. Großer Vorteil ist nicht nur, dass man damit jedes Handy und sei es noch so gebrickt in den Download-Modus versetzen kann, sondern dass man auch damit auf dem Samsung Galaxy S2 das Dreieck wegbekommt, wenn man das hochfährt und man hat einen Custom-Kernel installiert oder eine Custom-Firmware, ihr kennt das vielleicht. Dann habt ihr hier unten dieses gelbe Dreieck, das halt so signalisiert, hier wurde rummodifiziert. Das geht davon weg. Und zwar möchte ich euch das mal kurz zeigen. Jetzt fährt das Ding natürlich hoch. Hier ist eine CM7 drauf. So, fahren wir es gleich mal wieder runter. Kurzen Moment warten. So, jetzt ist das Gerät wieder runtergefahren und jetzt stecke ich den USB-Jig unten einfach in das Ding hinein, in das Handy, und der Download-Modus wird jetzt automatisch gestartet. Und jetzt sieht man hier schon, dass unter Current Binary Samsung Official steht. Das bedeutet, das Dreieck ist jetzt weg. Jetzt muss man das Ding rausnehmen. Leider lässt sich der Download-Modus nur abbrechen, indem man einmal kurz den Akku rausnimmt. So. Ich lasse den Akkudeckel jetzt mal ab. Jetzt starten wir das Handy neu. Und ihr seht, das Dreieck ist verschwunden. Ja, das war unsere kleine Besichtigung und Anleitung zum USB-Jig. Wir hoffen, das war aufschlussreich für euch. Bis demnächst. Frank von Android Next. Tschüss.